Shut the fuck up, everybody. Jetzt speake ich about Deutschland versus Trump. Jetzt mal alle the fuck abschatten. Ja, wir haben's kapiert. Donald Trump ist ein Rüpel, ein lupenreiner Vollassi. Hier noch mal die Szene, wo er dem Premier von Montenegro die Schulter zertrümmert. Sauber weggeschubst. Ach komm, ist ja nur Montenegro. Oder wie Trump sagen würde, Nigger Mountain. Entschuldigung. Und ja, Donalds Wortschatz besteht aus 77 Vokabeln und seine Politik sogar nur aus zwei. America first. Ah, das breite amerikanische Selbstbewusstsein. Hier mal symbolisch dargestellt durch dieses Foto. Regt uns tierisch auf. Dabei machen wir Deutschen es doch haargenau so. Knallhart die eigenen Interessen durchdrücken. Hier, neulich musste das griechische Parlament die 15. Rentenkürzung beschließen. Trotzdem kriegt Griechenland erstmal kein neues Geld. Die bräuchten zwar einen Schuldenschnitt, aber doch nicht kurz vor unserer Bundestagswahl. Oder Stichwort Klima. Ausgerechnet wir Deutschen haben im letzten Jahr noch mal 4 Millionen Tonnen CO2 oben draufgepackt. Vorsicht, liebe Zuschauer, diese ältere Dame aus Ostdeutschland gibt sich immer wieder als Klimaretterin aus. Dabei rettet sie die deutsche Kohle. Deutschland first, der deutsche Durchschnittsdödel. Los, bringt mir einen Durchschnittsdödel. Genau so ein. Wenn ich die Durchschnittsfresse schon sehe, der fühlt sich Trump moralisch überlegen. Wir sind doch genauso egoistisch. Wir sagen's nur nicht laut. Ja, das mag ja alles sein, Gernot, aber wir Deutschen schubsen nicht. Ach ja, machen wir nicht? Und was ist das? Oh. Was ist das? Aua. Was ist das? Gernot Hassknecht!